alter Evergreen, die Nettokasse. Ja. An der Nettokasse ist mir wieder was Neues. Wirst du nicht los, ne? Nee, wird da fahren wir in der Sekunde am Netto vorbei. So ist es. Ey, Nettokasse gibt es jetzt einen neuen Trend, und zwar eine Kasse mit 70 Meter langer Schlange. Ist ja normal, ja? Ist cool jetzt gerade. Sehe ich auch immer wieder. Ja. Aber dann gibt es ja den netten Moment, wenn dann es blinkt und sagt, Kasse 2 wird für Sie geöffnet, ja? Nachdem ganz hinten irgendein Zahnloser gesagt hat, geht doch eure Kasse auf! So, wo ich mir denke, okay, kann man auch nett fragen vielleicht. Nein. Aber und was passiert dann? Dann ist es nicht so, dass sich die Reihe aufteilt, sondern der Letzte, der sich gerade eben angestellt hat mit seinem To-Go-Kaffee und einem fertigen Sandwich, rennt dann schnell nach vorne und stellt sich an und guckt dann noch so an der Schlange vorbei, die da ewig steht, und denkt so, ihr verdammten Trottel, ihr seid so dumm, ey. Ich bin hier viel schneller durch. Ja, es ist wirklich so. Aus sozialer Gerechtigkeit müsste man einfach sagen, ihr steht alle vor mir, ihr verteilt euch auf die Kassen, weil ich bin ja dann trotzdem schneller. Ja. Bei mir war das neulich so, dass eine lange Schlange war. In der Mitte der Schlange tat sich auf einmal nichts mehr. Da stand ich und hab dann gesagt, komm, du gehst jetzt mal irgendwie nach vorne und fragst so höflich, Entschuldigung, können Sie bitte noch eine zweite Kasse aufmachen? Die Verkäuferin, die ja vorher nicht gesehen hat, dass da 400 Leute stehen, hat die nicht gesehen, guckt mich an, verdreht die Augen, drückt den Knopf, die neue Kasse wird aufgemacht, ich will wieder an meinen Platz nach hinten zurückgehen. Ja. Alle, die hinter mir standen, rennen nach vorne, und ich denke, ihr habt doch mitgekriegt, dass sogar ich gerade nach vorne gegangen bin und gefragt habe, die würden dir auch so tun, als ob die dich nicht kennen. Die würden hören, wer bist du denn? Genau, du standst ja gar nicht vor mir. Ja, so, eigentlich müsste man doch sagen, hey, cool, dass du es gemacht hast. Cool, dass du freundlich warst. Du hast in den Arsch gerannt. Ja, du warst der Held, Alter. Du warst der Held. Und ich stand hinten und weinte und habe mich an der Wursttheke fett gefressen.